Willkommen zu meinem YouTube-Tutorial, wie trainiere ich von zu Hause aus mit Alltagsgegenständen in der Wohnung. Und jetzt möchte ich gerne meinen Bizeps trainieren. Und ja, wie ihr wisst, ist es manchmal so, man will nicht sofort gleich ins Fitnessstudio, wenn man noch ganz dünn ist, ne? Ihr kennt das. Man will erstmal zu Hause ein bisschen pumpen, um dann nicht total abzulosen im Fitnesscenter. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das machen könnt. Und zwar, ihr nehmt eine Tüte. Ich nehme es öfteren, einfach eine Tüte so zu. Ihr müsst halt gucken, dass es ein bisschen stabil ist. Die Größe ist da jetzt wichtig, je nachdem, wie viel ihr an Gewicht reinpacken wollt. Dann habe ich hier ganz normale Wasserflaschen oder Apfelschorle. 1,5 Liter, also 1,5 Kilo. Dann packt ihr hier so viele Flaschen rein, wie ihr wollt, sodass ihr gut trainieren könnt. Ihr müsst auf jeden Fall auch darauf achten, dass es am Anfang erstmal nicht zu schwer ist. Jetzt habe ich erstmal 1,5 Liter hier reingepackt, um es zu demonstrieren. Und bin nicht ganz durchgedrückt, also nicht ganz gerade. Das ist ganz wichtig, sondern ihr müsst ein bisschen anwinkeln. Dann müsst ihr hier abschließen, also nicht hier hinten, nicht hier vorne, sondern ihr müsst den Körper hier abschließen. Dann komme ich hoch. Bis hierhin und wieder runter. Und das mache ich langsam. Ich mache das nicht so mit Schwung, ja, und wippel dabei hin und her, sondern ich bin ganz gerade, ganz relaxed. Ich mache so viel Gewicht rein, wie es passt und komme dann hoch mit Ruhe und runter. Um ganz genau zu sein, man zählt 1, 2 hoch und 1, 2, 3, 4 runter. 1, 2 hoch. 1, 2, 3, 4, runter. Und das macht ihr, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, probiert ihr so viel Gewicht reinzumachen, also so viele Flaschen da reinzumachen, dass ihr ja, so 10 Stück schafft, 8 bis 10, um auch Masse aufzubauen. Und wenn ihr einfach nur ein bisschen wollt, dass er so, naja, wie soll ich sagen, dass er nicht zu dick wird, aber dennoch ein bisschen sehniger wird und ihr mehr Kraft kriegt, müsst ihr 15 bis 20 Wiederholungen machen, ja, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Aber ich denke mal, mehr Leute wollen auf Masse gehen. Deshalb probiert, so viel Gewicht reinzumachen, dass ihr 8-mal schafft, aber mit Ruhe und nicht mit Schwung. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann schaltet wieder ein, wenn es darum geht, wie trainiere ich die Schultern, damit ich ein bisschen breitere Schultern bekomme, von zu Hause aus. Ja, mein Name ist Sadiel. Bis dann.